Der Elihu-Thomson-Versuch ist ein eindrucksvoller Versuch zur Demonstration der elektromagnetischen Induktion. Der Versuch ist benannt nach Elihu Thomson, einem englischen Physiker des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zunächst zum Aufbau. Eine Spule wird über einen Vorwiderstand mit einer Spannungsquelle verbunden. Die Spule besitzt einen Eisenkern, der über die Spulenlänge hinaus verlängert wird. Über diesen Eisenkern wird ein Ring aus Aluminium gestülpt, wie im Foto zu sehen. Dann schalten wir die Spannungsversorgung ein. Der Ring wird von der Spule abgestoßen und weggeschleudert. Warum dies? Der Grund hierfür ist ein Umstand, der in der Elektrotechnik große Bedeutung besitzt, nämlich die enge Verwandtschaft zwischen Strom und Magnetismus. So bildet sich um jeden stromdurchflossenen Leiter ein Magnetfeld. Die Richtung dieses entstehenden Magnetfelds können wir anhand der rechte Faustregel ermitteln. Der Daumen stellt die Richtung des Stromflusses dar. Die restlichen Finger zeigen die Drehrichtung des Magnetfelds. Umgekehrt entsteht in einem Leiter, wenn er durch ein Magnetfeld bewegt wird oder einem veränderlichen Magnetfeld ausgesetzt ist, eine Spannung, welche in einem Stromfluss resultiert. Dieses Phänomen kennen wir als elektromagnetische Induktion. Es findet in vielfältiger Weise Anwendung im täglichen Leben. So fließt also ein Strom im Kreis durch den Aluminiumring. Dieser Strom bildet natürlich auch wieder ein Magnetfeld aus. Dieses ist gemäß der Lenzschen Regel dem Magnetfeld der Spule entgegengesetzt. Die Lage der Magnetfelder zueinander bewirkt eine Abstoßung, sodass der Ring abhebt und von der Spule wegfliegt. Dieser Versuch funktioniert übrigens besonders gut mit Wechselspannung. In diesem Fall wurde der Wechselspannungsgenerator auf 400 Volt eingestellt. Natürlich darf man Versuchsanordnungen bei solch hohen Spannungswerten keinesfalls berühren.